Hallo, bin wieder da. Hier ist der Thomas von Tommy Canada's Mopedzimmer. Willkommen auf meinem Kanal. Endlich mal ein neues Video. Ja, heute, ihr wolltet was anderes? Heute kommt mal was anderes. Mehr nach der Intro. Ich bin wieder da. Also, dieser Kanal geht natürlich um MOBA-Bau. Ich dokumentiere den Bau meiner MOBA, aber auch hier ein bisschen mein Leben in Kanada. Heute mal was anderes. Ich dokumentiere eine Reise, die ich gemacht habe, eine Reise nach Deutschland. Und auch ein bisschen hier, was ich in der Umgebung gemacht habe, die letzten paar Wochen. Ist ja auch schon lange Zeit her. Das letzte Video, das ich gemacht habe, war Ende April, hochgeladen Anfang Mai. Also, viel ist passiert und nein, ich war nicht im Knast, wie manche dachten. Ja, im Mai waren wir natürlich in Deutschland und haben dann eine schöne Reise gemacht. Schön mit dem Zug durch die Gegend gefahren und auch zum MOBA-Treffen. Das war also super spitze. Und am Ende, 5 Tage, waren wir dann auch noch in Niederlande und haben da in Amsterdam meine Tochter besucht. Also eine super Reise. Mai ist immer der Monat, wo hier hart im Garten gearbeitet wird, nach dem crazy Winter, die wir hier haben in Kanada. Und das haben wir natürlich versäumt. Daher, als wir wieder nach Hause kamen, den ganzen Juni hier im Garten gearbeitet. Beete wieder in Schuss gebracht und natürlich auch Streumaterial draufgetan auf die Beete, aber auch für die Gartenbahn, die bald auf euch zukommt. Das war also der Juni. Und dann im Juli, was kam dann? Dann kam Corona. Ja, mich hat es endlich erwischt, nach 2,5 Jahren. Ich war drei Tage nicht schwer krank, aber habe mich nicht wohl gefühlt. Und dann 25 Tage lang überhaupt keine Lust, irgendwas zu machen. Das war also der Juli, Corona-Juli. Dann kam der August, ich fühlte mich wieder besser. Das Wetter war so gut, ich wollte nicht hier unten hocken im Keller. Da haben wir eben ein paar Tagesausflüge gemacht. In unserer Stadt, in der Umgebung, am See. Okay, hier kommt eine kleine Montage.
So, jetzt zu diesem Video. Ich habe meine Deutschlandreise ein bisschen dokumentiert. Immer versucht, was mit der Bahn oder mit Zügen einzufügen. Dann habe ich natürlich ein bisschen gefilmt beim Mobo-Treffen in Frankfurt. Will ich eben meine Eindrücke geben. Da waren schon ein paar sehr schöne Videos von ein paar YouTubern, die auf YouTube schon sind. Aber ja, ein bisschen spät, ne? Das habe ich auch gemacht. Und ja, das war's eben. Und dann wünsche ich euch alle gute Unterhaltung. Sind wir also im Miniatur Wunderland beim Flughafen, also einfach super.
dann kam Freiburg. Was für eine super Stadt. Da hatten wir ein Auto für eine Woche, könnten wir schön Tagesausflüge machen, hatten wir auch eine Wohnung. Waren wir in Köln, mal in Frankreich, mal nach Baden-Baden, mal Verwandte besuchen. Wir waren auch im Schwarzwald, auf der Schwarzwald-Hochstraße. Und wenn man in Freiburg ist, was muss man dann machen? Da fährt man natürlich nach Rastatt und den Michael besuchen. Das war auch so ein Highlight von meiner Reise. Meine Frau und ich haben das wirklich genossen. Also, weiter geht's. Sind wir also in Freiburg auf dem Weg zum Mopertreffen nach Frankfurt. Hier sind wir also in Frankfurt. Wir sind angekommen mit dem ICE 76. Everybody.
Ihr seid noch da. Gibt's nicht mit Gartenbahn. Nix mit Gartenbahn. Kommt im nächsten Video. Tschüss.